würde sagen. Langsam reicht es. Langsam muss man sterben. Oh, eine gute Sniper Rifle. So, eine SMG, eine etwas kleine Waffe, aber ja. Kann ich ja auch mitleben, läuft ja auch einigermaßen gut. Und eigentlich bin ich schon ausgerüstet. Scharfschützengewehr und eine tödliche Sniper. Was? Oh ne. Gerade für eine Sekunde gedacht. Gut, dass ich diese Waffe habe. Eieiei. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich ein bisschen Blut, ein paar Skills abgreife, um da noch ein bisschen was zu machen. Und Timo, mein Guter, herzlichen Dank für den Raid. Willkommen an die 5 Leute, die du mitbringst. Hauda, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut, gut, gut. Was habt ihr denn so Schönes gespielt gerade? Liebe Moderatoren, ihr wisst, was zu tun ist. Merci beaucoup. Ihr seid großartig. Das natürlich auch hier. Leute, falls ihr den Team noch nicht kennt, könnt ihr auch dort ein Follow da lassen. Auch ein guter Streamer. Was hast du denn gespielt? Was steht da? Einen guten, ja, einen selber einen wunderguten zusammen. Was hast du denn gespielt? The Room Free. Ach, der dritte Teil der Reihe. Sehr schön. Das ist schön. Das ist schön, das freut mich. Der dritte Teil, der dritte. Haben wir erfolgreich. Da vorne. Gut. Mein Blut. TP. Vorne ist noch einer, den will ich nochmal schnappen. Irgendwo da unten ist auf jeden Fall einer. Wer da? Gut, die Dame da hinten guckt gar nicht hin, das ist super. Dann haben wir jetzt schon mal den zweiten Blutpunkt. Genau, einmal schon durch, jetzt geht's eben weiter. Ja, sehr schön. Alles klar, dann wünsche ich dir auch guten Hunger, guten Appetit. Lass dir schmecken und nochmal herzlichen Dank, eben, dass du mir doch mal deine Leutchen anvertraut hast. Ich werde mich um sie gut kümmern. Hab ich gerade zwei Leute, die mich angreifen? Wie viele Hits muss ich dir noch geben? Ach, Mann! Das mit dem Schadensmodell will ich echt gerne mal verstehen. Also ich bin der Überzeugung, dass ich da gut Schaden mache. Eigentlich deutlich mehr treffe, als die mich treffen. Weiß nicht, ob ich mir das einbilde. Aber schade, gut. Was haben wir? 15. Platz. 15 von 45. Ich mach mich. Ich werde immer besser. Gehen wir mal weiter voran da. Ich hätte jetzt noch... Natürlich gebe ich auch ehrlich zu, ich hätte jetzt am liebsten den ersten Platz gemacht. Octaeda? Stimmt! Das ist... Stimmt, es gibt ja eigentlich Artefakte, es gibt ja legendäre goldene Items, die ich besitzt... ...noch überhaupt nicht gefunden habe. Ich hatte einmal eine goldene SMG. Aber es gibt ja noch Schuhe, es soll ja noch irgendwelche Schuhe geben, die ich... mich irgendwie schneller laufen lassen und. Ah, schade. Deswegen, ich hatte mich gerade so ein bisschen drauf gefreut, da jetzt richtig abgehen zu können mit den guten Waffen. Zwei epische Waffen. Beides halt in Lila. Ist schon mal ein sehr guter Start gewesen. Müssen wir mal gucken. Will mal wissen, was die Instanz eigentlich da so covert. Versuche jetzt mal auch mal in die Kirche zu kommen. An brennende Küche. Erstens wusste ich gar nicht, dass man in die brennende Küche rein kann. Aber scheinbar gibt es ja auch guten Loot. Ich weiß mal schon, wie viele Leute ich in der Nähe habe. Aktueller Stand scheint wohl so zu sein, dass ich direkt im nahen Umfeld einen haben werde im Westen. Ansonsten in Richtung Osten scheinbar erstmal Ruhe. Vandale.
spielen wir mal aus als Vandale. Akimbo-Pistole, sehr gut. Vorne war irgendwo ein, genau, lilanes. Lilaner Mensch, den ich mir mal schnappen. Cooldown. Nach. Ich hier noch irgendwo gute Waffen verdienen kann. Wieder gewillt, geballert. Gar nicht so weit weg, ne? Ein bisschen Schaden machen kann man ja. Brennende Küche kann man auf keinen Fall rein, ne? Wo soll denn hier der hochrangige Loot sein? Das ist nichts. Ich dachte, das wäre ein grafischer Effekt, aber dabei waren. Hab ich gerade Blätter angeglotzt. Lull, alles klar. Da hat ein weiterer Vampir versucht, ein bisschen was anderes zu machen. Und ist dabei gestorben. Hat aber eine lila Waffe droppen lassen. Okay, jetzt habe ich verstanden, die Punkte zählen also immer nach oben. Eine lilane MMG, LMG, ein lilanes LMG, so, Satz nochmal deutsch. Okay. Sonst noch was hier? Blutbeutel noch, Spritze. Sollte ich mir vielleicht reinrammen. Rüst die Rüstung gleich mal. Also ich habe schon wieder lilane Sachen eigentlich ganz gut. Irgendein Soundbug habe ich glaube ich gerade. Ja, ich hatte gerade einen Soundbug. Sorry, Mate. Wunderbar, zwei Panzerplatten. Ups, da. Coole Geschichte, also ich habe schon mal eigentlich recht gute Waffen. Oben hinten. Mhm. Okay, dann sind zwei am Kämpfen. Wo sich zwei kämpfen, freut sich ja der dritte, das weiß man doch. WB Tourette Tiger. Auf dem Boden sitze. Schon runter. Ja!
Kriege ich natürlich von zwei Seiten ab. Das ist keine Tür, wo ist denn der Ausgang? Kein Ausgang, ne? Aber ich schaffe es aufzustehen. Ich bin in der Zone, aber ich muss jetzt erstmal aufpassen. Also ich verstehe den Schadensoutput nicht. Nein. Ich verstehe den Schadensoutput nicht. Also ich... Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eigentlich gut Schaden mache und eigentlich nicht gerade wenig sogar Schaden mache. Aber es reicht einfach nie. Was ist das? Ach, Mann, nie. Hab ich jetzt angemeldet? Sehr schön. Dann drücke ich die Daumen, dass da auch ein Key kommt. Ansonsten ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, das Spiel ist momentan kostenlos am Wochenende. Und danach wird es immer noch kostenlos sein. Das Spiel ist kostenlos. Also es ist ein Free-to-Play-Game. Also, das Einzige, was jetzt ist, ist, da regnen sich so Leute wie ich zum Beispiel gerade auf, dass die Treffer einfach nicht ankommen. Und ich bleib dabei, die Treffer kommen nicht an. Es kann nicht sein, dass ich da Schadenszahlen produziere. Wobei, ich habe auch nicht drauf, ich hab's nicht geschafft, darauf zu achten, wie viele Zahlen ich da produziere. Habt ihr so gesehen, auf wie viele Schadenspunkte ich so komme? Weil ich meine eigentlich, dass ich locker den Kill haben müsste, aber... Hätte Fahrradkette, ich bilde mir vielleicht auch einmal ein. Gut, und dann kam noch die Kombination, dass ich jetzt natürlich meine Sekundärfähigkeit gar nicht einsetzen konnte, mein E. Dementsprechend. Welcher? Axel, es kann ja nicht sein, ich schieße ja bereits mit einer. Ich habe mit einer lilanen, mit einer epischen LMG geschossen. Und eigentlich sollte da gut Schaden rüberkommen. Meiner Meinung nach. Oder ich treffe mal. Ich nehme mal das hier. Unsichtbarkeit zum Abhauen. Giftbombe hat auch. Die Giftbombe, die Kanalisationsbombe ist ganz geil, wenn man sie schafft, richtig einzusetzen. Wenn. Ja, schauen wir mal ein bisschen. Ein bisschen andere Strategie. Ansonsten es gibt ja noch eine ganze dritte Fraktion, die ich hier noch gar nicht probiert habe. Überhaupt nicht probiert habe. Vielleicht schnappe ich mir die gleich mal. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Was immer natürlich ärgerlich, dass ich dann ausgehe, wenn ich gerade schaffe, jemanden fertig zu machen oder irgendwo angreifen zu wollen, dann wartet immer gleich der größere Fisch hinter mir, ne? Immer warten die ganzen Leute. Aber sie sieht halt wirklich, dieser Typ kommt da oben, ich hatte ja den Vorteil, dass ich zuerst da war und dann reicht es nicht aus. Akimbo, Pistole und Schroti. Sagen, also langsam. Schöpfchen. Aber die arme Person hatte ja auch noch keine richtige Waffe gehabt, also eigentlich. Voll gemein von mir. What? Und der Marker ist noch da aktiv. Ich dachte gerade für eine Sekunde, ich habe einen Typen hinter mir. Nee, in der Linken.
glaube, ich weiß gar nicht, was meine beste Waffe bisher war. Ich glaube aber das normale Sturmgewehr. Ja gut, immer noch besser als die Doppelpistole zu haben. Ja. Der hat sich verdrückt, eigentlich wollte er was anderes machen. Aber jetzt habe ich eine die SMG, die ich wollte. Sehr schön. Da vorne ist ein Lebensbuff am Rumlaufen, am Weglaufen. Lebensbuff, bleib stehen! Hallo! Fast Food! Halt! Hier gibt ihm Fast Food. Das war jetzt unnötig, aber ja, gut. So, warte mal hier. Nope. Merk mal, die Blutspritze ist ein Passiv-Heal. Das muss ich mir mal merken, wenn ich beim nächsten Mal in den Kampf reingehe. Einmal die Spritze reinhauen. Irgendwas schießen. What? Ist hier einer? Okay, nice. Okay, Toggler. Ne, ich behalte es mal so. So, Blut, grün. Das ist der Kundschafterbonus schon mal. Sehr gut. Vorne rennt einer rum. Und der will dahin. Ich habe zufällig die. Ich habe mir natürlich den höchsten Punkt rausgelegt. Okay, jetzt hab ich's langsam. Ich glaube, ich habe auch meine Rolle gefunden gerade. Eine Geistesklemme, LMG, beides. Eine LMG. Mission habe ich. Ich probiere es mal aus. Episch LMG, aber ich habe halt mal Sturmgewehr als erste Waffe. Ist ja noch immer mehr so mein Gusto. So ein freaking Stalker, ne? 90? Viel kann er nicht mehr haben. Viel darf er gar nicht mehr haben. Okay, nice. Still alive. Schnell durchladen.
Mich? Wirklich? Shit. Jetzt bin ich jetzt mal Target. Aber einen Kill sichere ich mir trotzdem. Über mir wird geballert, okay. Mal ein paar Sekunden lang überleben. Oh, Baby! Hui! Hab doch nicht so eine Angst, Mensch! Punkte frei, ich muss mal noch gucken, was ich mache. Da vorne im Tunnel. Nein, 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 nein! Hab dich! Nom nom! Kill Nummer 6, Leute! Kill Nummer 6! Hab ich, brauch ich nicht. Au, 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 au. Okay, das läuft. Das war Kill Nummer 6. Noch 5 Leute, noch 4 Leute übrig. Also sind die wieder. Und jetzt wird wieder gecampt. Ich habe immer noch die LMG, die ich echt nicht benutze. Das Sturmgewehr ist momentan echt die beste Waffe für mich. Und dazu die Kombination hier mit dem Charakter irgendwie gerade auch sehr, sehr erfolgreich, was ich hier spiele. Spritze dazu. Ich muss halt unbedingt nur daran denken, wenn ich in den Kampf reingehe, auch noch eine Spritze mir reinzupfeffern. Ja, aber sieht man gerade keinen. Gut, 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 gut. Was haben wir denn für Spots hier? Hätte mir noch ein bisschen Küche. Man kann bis zu 3 Leute im Team spielen. Also 3 Trio-Squads kriegst du hin. Wie man Leute einladen kann, weiß ich ehrlich gesagt immer noch nicht. Ich habe das ja jetzt mal schon versucht. Das hat sein eigenes Freundesystem, was nicht kombinierbar ist, scheinbar mit Steam-System. Und dann, ich habe keine Ahnung, wie man die Leute adden soll. Aber ja. So, das sind die Klingen, die Bänder von der Klinge, die ich da hab. Wir stehen ganz gewöhnt. Was huchtelt dann eigentlich so doll rum? 70 Schuss LMG, man muss nicht alle 2 Sekunden nachladen. Also Third-Person-Dinger sind natürlich super anstrengend, finde ich immer. Was noch anstrengender ist, ist, dass ich wirklich volle Kanne auf Toilette muss. So richtig, richtig dolle muss ich. Ja,
Gut, Papa. Komm her. Komm her. Nein, nein, ich sehe die nicht. Ah ja, komm her. Und 3, 2, 1. Bam. Oh, macht gut Schaden damit, aber. Hey, 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 nein! Das war jetzt gemein, oder? Hat sich aber auch angeschlichen, der Typi. Und ganz ehrlich, meine Überlegung war gerade auch noch wirklich gewesen. Krieg ich die eine. Krieg ich bitte? Danke, okay, ich wollte die eine Rüstung haben. Meine Überlegung war eigentlich gerade gewesen, dass ich kurz mal AFK gehe, um zu pinkeln. Bärisch. Krieg ich nicht mehr hin, das ist schon. Ohne was. Hast du ein besonderes Blut irgendwo? Nein, das nicht. Du hast noch ein besonderes Blut, das würde ich mir noch schnappen wollen. Kundschafterfokus ist durchgelevelt, sehr gut. Okay. Noch zwei Leute, es ist schon wieder genau das gleiche, was beim letzten Mal, ne? Glück gehabt, dass das Auto nicht reagieren wollte gerade. Wasserfälle, ja, ja, ja. Denk an Wasserfälle. Nira, Spieler Nummer 2. Down. Noch einer. Komm schon. Blöd. Reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht. Ah, der ist ja wirklich da oben. Ah, leck mich! Der Penner. Nein! Mann, ich wollte doch nur einmal in den Senk. Diese Äxte nochmal. Ganz ehrlich, der Typ hat nichts gemacht, nichts hat er gemacht. Ich geh pinkeln, ich muss jetzt echt pinkeln machen. Ja, pipi.
Welcome back. Das regt mich auf. Ich so kurz davor. Mann. Fies. Einfach nur fies. Gemein. Egal. Ja, ja. Egal. La la la, egal. La la la, egal. Mann! Sind die Töne lauter? Eigentlich nicht, ne? Die sind laut, so laut wie immer. Der Einzige, der lauter sein dürfte, ist Cookie. Cookie ist lauter vielleicht. Put that Cookie down. Also eigentlich sind sie so laut wie immer. Oh Mann, ist das doch so blödsinnig. Put that cookie down! Now! Also eigentlich... Oh, warte mal, du hast glaube ich recht. Warte mal, Moment. Bitte nochmal einen Sound abspielen. Ich hab das gerade an der falschen Stelle losgegangen. Hello there. Nö, eigentlich nicht. Nö, eigentlich sind die Sounds so wie immer. Wirklich so wie immer. Ja, die hast gerade ein anderes Headset auf, einfach nur. Nein! Nein, da! Irgendjemand hat meinen Spawnpunkt! Irgendjemand hat meinen Spawnpunkt da unten! Das ist meiner! Also eigentlich ist es so wie immer. Ein bisschen leiser machen, ja. Hab Langeweile. Ja, mach mal was! Spiele Smite. Oder. Tanz deinen Namen. Weiß nicht. Nö. Aber ist ja auch im Balde, Baldi, Buldi. Der Justice doch, der Just will Rainbow spielen. Smite, ja, Smite kann schwieriger sein, wobei eigentlich, wir haben da noch ein paar Leute für Smitey irgendwo auch dabei. Just spielt gerade ein bisschen Forza Horizon. Aber ich wollte so auch noch später, heute noch auch ein bisschen Rainbow sein. Ein Sturmgewehr. Ja, ich weiß, das ist bei mir auch noch ein Plan. Hat er gerade auf mich geschossen? Oh nein! Natürlich habe ich den Menschen erwischt, nicht ihn. Und Axt nochmal. So, was bin ich? Hallöchen, Fabi! Bist du ein Vampir oder tötest du Vampire? Die Antwort kann ich schlichtweg wirklich beantworten mit ja. Dreckspiel noch? Wieso nicht? Das Spiel macht voll Laune. Das Treffersystem ist manchmal ein bisschen schräg, aber ansonsten macht's... Also ich bin immer noch sichtbar, ne? Mir macht's richtig Laune, das Game. Und da ist ein bisschen Live-Leben. 3, 2, 1 und weg mit dem Track.
Ja, ist immer eine Geschmackssache. Ich fand zum Beispiel in Battle Royale, was mir sehr gefallen hat, leider aber auch sehr frühzeitig ad acta geschubst worden ist, war, das hieß, Hyperscape. Fucking blind gewesen gerade, holt mir irgendwie. Aber das Game war super, das Spiel hat mir echt gut gefallen. Leider hat es echt nicht, ja, es hat halt irgendwie die Leute nicht so ganz überzeugen können, ist dann ein bisschen gestorben. Und ich finde, das Ding hat super starke Ähnlichkeit mit Hyperscape. Gern geschehen. Nix. TP. Ja, du Sprayer. Komm her. Lass dich nuckeln. Ah, weg hier. Hab ich eigentlich? Ne, ich hab nichts mit. Wo? Ui, so weit weg. Durch. Nein, Brust. Oh, da vorne ist hier noch einer. Am Ende muss ich noch arbeiten, aber sonst ja. Was willst du von mir? Ja, nehme ich. Nur das Aufheben hier bei sowas ist manchmal nicht. Da bist du, ich habe schon gewusst, dass du die ganze Zeit gewundert, wo du bist. Bam! No scope! War auch schon knapp. Weil wann das Game genau rauskommt, weiß ich jetzt auf Anhieb nicht so viel. Ich weiß, soll's. Oh, eine schallgedämpfte MP. So viel weiß soll es, aber. Nächste Woche, ich glaube nächste Woche soll es kommen. Oh, komm schon, hoch. Wer einen auf den Sniper-Tummel, was ist los? Och nö, echt jetzt? Wow, geiler Fehler. Bam, Headshot. Denkst du, ich kann nicht zielen?
Ja, ganz schlimm ist, ich sehe die Karte noch nicht mal so weit. Ich kann noch gar nicht so weit sehen. Aber hey, ich habe eine Weste. Also das war jetzt natürlich ein bisschen blöd, wenn es halt nicht so... Ach, da oben ist er. Habe ich kurz gesehen. Ja. Wait a second, wenn er da vorne ist. Hier. Sei entdeckt, habe Angst, hau ab. Bester Trick ever. Ganz ehrlich, das ist so unglaublich stark, wie hart die Leute schockiert sind und wegen so etwas abhauen. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob er runtergefallen ist. Was mit der dritten Person, da könnte man sich wahrscheinlich ein bisschen rumstreiten und sagen, ist ja ekelhaft, so third person und so ein Zeugs, ne? Schlecht. Oh wow, war das schlecht. Das war so dumm, ey. Ich höre ihn da hochsteppen, aber irgendwie null Reaktion. Ein blaues Sturmgewehr gegen lila SMG. Ja, ich nehme das. Ja, das Spiel wird ein kostenlos Free-to-Play werden. Das ist so zumindest der aktuelle Plan. Wenn man nicht so einen Billigrechner hat wie ich jetzt noch, kann man sogar einigermaßen Grafik hochstellen. Also das Spiel man kann das Spiel eigentlich sehr gut hochspielen. Also ich habe eine 1080. Wenn ich die Grafik ich kann auf Ultra spielen. Ich kann auf Ultra nicht mehr streamen, aber ich kann auf Ultra spielen. Und ich muss sagen, es sieht schon sehr gut aus. Also für so ein Free-to-Play-Game... sind die Effekte schon geil. So, Abklingzeit verkürzen. Hey damit. Noch eine Abklingzeit. Wobei, das ist ja schon hochgelevelt komplett. Das geht ja nicht mehr, wisst. Ja, ich denke mal, es wird auf Steam sein. Noch 5 Gegner. Ah, da oben ist wieder einer auf dem Turm, oder? Hey, da oben ist keiner. Da läuft gerade einer weg vor irgendwas. Diesmal ist keiner beim Turm. Ja, auch nicht. Okay. Die Zone kommt langsam. Ich muss die Fledermäuse irgendwann das hinschicken. Einfach nur, weil die mich schon stören hier. Okay. Von meiner Ecke bin ich schon jetzt so ganz zufrieden. Bin hier. Das ist immer noch eine saugroße Karte gerade für. Und daneben.
Er bleibt da. Bleibt da in meinem Tracking-Bereich. Okay, okay. Cool, 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 cool. That's the way to go. Leider zeigen die sich gerade so schlecht. Oh, ne. Muss ich mal aufpassen. Shit. Halt dich hoch, okay. Chat verloren. Ist klar, kurz gesehen. Okay, 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 okay. Dann bitte Spritze. Cholerisch. Nahkampfschaden, ist egal. Ich brauch Blut, Heilung, her damit. Und am besten noch eine Brustpanzerplatte, aber die hast du nicht mit dabei, oder? Gute Dame. Nein, nein. Und kommt hier. Normaler LKW. Oh, cool, da leuchten noch nicht mal mehr die Waffen drin. Polizeiauto, sehr schön. Ah, Munition brauche ich gar nicht mehr. Cool. Gut, 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 gut. Das läuft, das läuft, das läuft. Noch zwei Leute. Ich hab Angst. Ja, natürlich. Gerne. Also, grob Idee angefangen. Es ist ein Battle Royale. So, ich glaube, damit habe ich schon mal das Gröbste erstmal abgefrühstückt. Es ist ein Battle Royale im The World of Darkness Stil oder halt Vampire the Masquerade. Ich weiß nicht, ob dir das irgendwie so ein Begriff da bekannt ist. Da links. Ich werd mal gleich 3 Sekunden Zeit haben. Ich muss mein Gehirn jetzt mal kurz maximal auf den Sieg konzentrieren. Hast du nie von der Reihe gehört? Ja, okay, ist ein bisschen auch älter. Da oben. Oh mein Gott. Mist, stimmt. Mist. Ich hab vergessen, den anderen muss ich auch noch umbringen. Die stehen ja wieder auf. 1 gegen 1. Der eine ist gerade low as fuck. Lad durch. Ja! Endlich! Denied. Fuck you. Gewonnen! Easy peasy. So. War ja kein Stress, ich habe ja alles total chillig gemacht. Endlich mal erster Platz. Also, jetzt kann ich es doch mal erklären. Also, was die Grundlage für das ganze Spiel bietet sozusagen wie dieses The World of Darkness Universum. Das ist eine Art RPG System oder halt so wie es Spacey schon geschrieben hat, eine Art Pen and Paper Lab Game System oder halt Universum, in dem es darum geht,
in der heutigen Zeit, so wie wir heute leben, ne, modern day, today und wie auch immer man das nennen darf, leben Vampire ebenso wie wir auch Menschen gleich in der Gesellschaft. Es gibt da, haben sich natürlich auch unterschiedliche Fraktionen gebildet, unterschiedliche Ausprägungen von Vampiren. Dann hast du die typischen Vampire, wie man so, ja, sowas wie Graf Dracula, vielleicht so ein bisschen gehobener, ein bisschen elitärer. Dann hast du wiederum so ein paar Leute, die so, oder ein paar Vampire, die ein bisschen, ich sag mal, wilder wirken, so ein bisschen Nosferatu-mäßig, ne, diese hässlichen Viecher. Und da so ungefähr die gesamte Lore dahinter. Also dementsprechend, das zeigt sich auch in den verschiedenen Charakteren. Ne? Zum Beispiel habe ich jetzt hier eine Nosferati. Ist eine gute Dame. Man kann auch einen Kerl machen, das ist jetzt nicht das Problem. Und jeder hat davon verschiedene Fähigkeiten. Dadurch, dass es halt in diesem Vampirismus verschiedene Ausprägungen gibt, haben die auch unterschiedliche Skills als Clan, als Gruppe. Genau, richtig. Die Vampire haben bestimmte genetische Eigenschaften von ihrem vom Urvater gegeben. Zeigt sich hier als sogenannte Archetypen aus. Und zwar eben in den, hier, kurz mal hier oben links die Bezeichnung. Einmal in den sogenannten Bruja, die Nosferatu und die Tereador. Haben halt unterschiedliche Eigenschaften. Was sich dann wiederum in den Skills gerade hier ein bisschen deutet, wo mein Kopf im Weg ist. Ne? So rein vom Thema. Ansonsten, spieltechnisch, das ist ein Battle Royale. Ein klassisches Battle Royale. Ich glaube, 44 Leute gehen in den Match rein. Wenn man Squad spielt, 3 Leute. Also 3 Leute pro Squad, pro Gruppe. Es gibt keine Menschen zu spielen. Man ist immer Vampir. Es sind alle Vampire. Also alle Spieler sind Vampire, sagen wir es mal so rum. Ja, als extra Twist in dem gesamten Vampire The Masquerade, also die Maskerade, darum ist es gerade wichtig, da gibt es einen kleinen Twist in dem Game. Und zwar, laut Lore ist es halt super wichtig, die Maskerade immer aufrechtzuerhalten, damit wir normalen Menschen das natürlich nicht wissen, dass überall uns herum Vampire rumrennen. Daher super wichtig. Was passieren kann in diesem Spiel jetzt übertragen, wenn ich die Maskerade breche, sprich, ich mache eine, interessanterweise nur, ich töte einen Menschen oder ich trinke Blut vor einem anderen Menschen also, dann breche ich die Maskerade und kriege hier in dem Spiel die Bestrafung, die momentan in der Form ausschaut, dass ich 60 Sekunden lang, eine komplette Minute lang also, sichtbar bin für alle. Also per Silhouette in der Karte, plus Map-Ping-Marker und. Also ich bin sichtbar, ich bin freiwillig, ich bin auf der Abschussliste, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, jede Fraktion hat ungefähr seine eigenen Fähigkeiten noch ein bisschen on top, hier in der Unterscheidung eben. Eine sogenannte, halt die Bruja, Nosferatu und die Toreador haben verschiedene Clan-Fertigkeiten. Und dann haben jeweils hier beide Typen auch noch unterschiedliche passive Fertigkeiten und aktive Fertigkeiten, die man einsetzen kann. Plus Waffen, plus Zeugsies. Genau, so die Kurzfassung. Also die super kurze Fassung, die absolut nicht lang war. So. Und lassen wir schon so sieht die gute Dame doch super aus. Sie kriegt aber nochmal ein paar Piercing ins Gesicht, auch wenn es keinen Unterschied macht. Brille brauchst du jetzt nicht. Habe ich nicht irgendwas vergessen? Da gibt es auch nichts mehr. Die Malkavianer, richtig. Die Malkavianer waren doch diese super Elitären, ne? Das waren doch immer diese die obere Herrscherklasse, so zum, ne? Gibt es auch du? Also, es gibt aktuell Gruppe. Gruppe heißt aktuell 3 Leute. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es möglich ist, die Gruppengröße oder irgendwas zu limitieren. Ich glaube momentan nicht. Ach stimmt, die Malkaverne waren die Wahnsinnigen. Richtig, stimmt. Ich habe letztens erst Vampire the Masquerade Bloodlines wieder gespielt. Und war kurz im Überlegen, ob ich mir Malkaverne antue. Habe ich dann aber doch nicht gemacht und dann habe ich es wieder vergessen. Nein. Im Grunde genommen, jetzt kommen wir mal zum Spiel. Ich starte einfach mal eine Runde. Vom Aufbau her ist es relativ klassisch nach. Es ist wie Apex. Es ist wie Apex Legends im Grunde genommen. Auch vom gesamten Aufbau her. Du fängst an, hast hier, startest in dem Fall mit einer Pistole, musst dann halt Material besorgen. Also, was ist Material besorgen? Entschuldigung. Holst dir einfach weitere Waffen und Munition. Hast jede Waffe, von jedem Waffentyp gibt es 4 Stufen. Hier. Grün. Ja, doch, grün. Also die normale. Blau. Selten.
Violett, Lila, suchst du aus, die Farbe episch und Gold legendär. Ne? Also vier, ne? Egal. Vier Varianten, gibt's ein paar Waffentypen, pipapo. Spieltechnisch, was auch noch ganz cool ist, du musst, also du musst nicht, aber es wäre dein Vorteil, zu deinem Vorteil, wenn du andere Spieler tötest, kriegst du Resonanzpunkte in diesem Spiel. Resonanzpunkte kannst du so verstehen, dass es wie Fähigkeitspunkte sind, wie so einem ganz leichten RPG-Stil, dass du sie halt für irgendwas ausgeben kannst. Wie zum Beispiel Cooldown Reduction oder halt Nahkampf-Damage. Da gibt es so ein paar Punkte. Ja, ja, richtig, wie Spellbreak. Der Unterschied ist hier nur, hier musst du einen entsprechenden Menschen mit dieser Resonanz im Blut finden und aussaugen. Zeige ich dir gleich, sieht man sofort, das sind die eine bunte Farbe haben, wenn man den vampirischen Scan macht. Komme ich gleich dazu. Ansonsten, ne, man sucht sich einen Startpunkt aus, das ist jetzt ein bisschen mehr in Richtung wie Hyperscape. Naja, eigentlich auch nicht wie Hyperscape. Und doch, Hyperscape hat man sich ausgeliebt. Da hat man hier die Auswahl, man selektiert in der Gruppe nacheinander, also erster, zweiter, dritter, genauso wie Apex Selection. Man spielt zu dritt, das heißt im Grunde genommen, hast du ja schon gesehen, die können, achso, und man kann nicht dreimal die gleiche Klasse haben. Also, jede Archetyp wird gewählt wie in Apex im Grunde genommen. Wirklich 1:1 wie in Apex gerade. Nur, dass mein Aussehen halt individueller ist. Genau. Das ist eigentlich schon, eigentlich ist es relativ einfach gehalten. Man kann halt klettern, kann jeder. Die Fertigkeiten unterscheiden sich sehr stark in der Bewegungsart, wie man sich halt vorbewegen kann. Der hier, also die Nosferatu, gehen unsichtbar als Clan-Fertigkeit. Und ja. Alles klar, Spacey. So, man startet zum Beispiel mit einer Pistole. Es gibt hier in dem Spiel zumindest immer Lootkisten in Form von LKWs. Orangene LKWs haben Waffen. Ja, medizinische LKWs, also halt Ambulanzwagen, haben Blut. Achso, es geht schon los, ich habe den Timer verpasst. Haben Blutpäckchen zum Hochheilen. Da oben, warum weiß ich, dass einer ist? Überhaupt keine Aim. Auch den Namen auslösen. What? Ah! Okay, das ist blöd. Und so sieht's aus, wenn man halt gefinished wird. Ja, es war. Woran ich mich in diesem Spiel nicht gewöhnen kann, ist, dass ich eine Waffe auf der 1 habe und eine Waffe auf der 2 habe. Und ich drücke immer. Ich hab's momentan zu 80-90%. Die gleiche Taste zu drücken, wo ich gerade schon drauf bin. Und statt das Mausrad zu benutzen, ich bin kein Mausradmensch, das ist mein Fehler. Statt dass ich dann wechsle, habe ich gerade gesagt, okay, ich will eigentlich von der Sniper auf die SMG wechseln. Drücke 2. Dummerweise war 2 meine Sniper. Sowas in Richtung war jetzt blöd. Oh! Overcooked ist geil! Overcooked ist lustig. Das freut mich, dass du Overcooked hast. Ja, wünsche dir viel Spaß auf jeden Fall damit. Ich hätte jetzt gerne auch noch dieses Resonanzpunktesystem mal wirklich gezeigt, wie es ausschaut, weil am Anfang hat man 2 Punkte, glaube ich, oder 3 sogar, geschenkt. Die kann man ausgeben, beziehungsweise die kann man einsaugen. Ja, aber gut, jetzt bin ich halt schon wieder direkt gestorben, weil ich noch nie mal mitbekommen habe, dass es losging, ich hält. Und da ich es auch noch gerade sehe und dann mitten in der ganzen Erklärung übersprungen habe, ein bisschen Hallöchen, Lennart. Kuckuck. Wärst du gleich bei ein bisschen Rainbow dabei? Ich glaube, ich würde jetzt noch so 1-2 Runden hier spielen. Ich glaube, bis 8 Uhr würde ich das jetzt noch machen. Und danach würde ich erstmal wieder ein bisschen Rainbow spielen. Da war ich ja verabredet. Dann gucken wir mal. Vielleicht haben wir vielleicht ein paar mehr Leute rein für Rainbow, ne? Rainbow. Wäre noch schön, wenn ich noch einmal einen Platz 1 sicher machen würde für mich. Fürs eigene Verständnis. Aber Tag 1, ich habe Platz 1 mal gemacht. Das reicht mir. Ja, muss man gucken. Ich muss mir angewöhnen, dass ich das Mausrad nehme zum Waffenwechsel. Ich glaube, um ehrlich zu sein, das wäre mir sogar recht von Vorteil, wenn ich mir das angewöhnen würde in Spielen wie Rainbow Six und ich glaube auch in Apex. Also eigentlich sehr viele Spiele. In sehr vielen Spielen heutzutage, wie es
echt von Vorteil haben, wenn ich das endlich mal so lernen würde. Was ich momentan noch cool finde, ist am hier an dieser Spawn-System. Man selektiert sich den Spawnpunkt selber per Klick. Was ich gerade noch cool und uncool finde, ist einen Spawnpunkt. Es gibt scheinbar feste Slots auf der ganzen Karte und der erste, der klickt, bekommt einen Slot. Bin ich gerade noch ein bisschen blöd. Blöd. Weil zum Beispiel, ich starte jetzt gerne immer im Schlachthaus, ich starte auch sehr gerne genau dort, weil ich habe dann hier den einen LKW, dann habe ich dort den anderen LKW und dann habe ich da drin auch nochmal die guten Waffen teilweise. Armbrust und... Ah, da war eine Nahkampfwaffe, okay. Gerade schon Spiele gesehen? Paranoid, ich dachte, ich habe gerade schon Spiele gesehen. Scharfschützengewehr und eine Armbrust. Beschissene Startkombi. Und was finde ich? Noch eine Armbrust. Da kippen schon die ersten Leute um. Munition, Armbrust in Blau. Ich mag die Armbrust zwar, aber ich würde gerne die Armbrust ersetzen durch eine. Durch ein Sturmgewehr oder so. Da oben wird geschossen. Noch eine Armbrust, ich werd sauer. Schaden. Ja, jetzt haben wir beide den Spaß, sehr gut, oder? Nur krümel ich mich davon ein bisschen. Ja, okay, jetzt haben wir. Ja, lassen wir es. Das ist ein Kampf, den ich nicht gewinnen kann. In der Form zumindest. Ich sollte aber trotzdem nicht in die nächste nochmal in den Scan rein. Kimbo-Pistolen. Ja, stimmt, ich hatte falsche Waffe. Ich dachte, ich hatte ein Sturmgewehr in der Hand. Ich krieg natürlich für den Nahkampf ein Scharfschützengewehr und eine Armbrust. Das ist doch super. Ich hätte die scheiß Akimbo-Pistole nehmen sollen, das wäre wenigstens eine Option gewesen. Hm. Ja, gut. Ja, gut, ja, gut, ja, gut, ja, gut. Weiter. Autoalarm. Wenn du ein Auto beschädigst, wird der Alarm ausgelöst. Nein, das habe ich noch nicht herausgefunden. Auch noch einen guten Tipp, den ich geben kann: Nicht mit dem Hintern drauf landen. I bid you. Das mögen Autos auch nicht. Zwei Pistolen sind besser als eine. Ideal für den Kampf auf mittlere Distanz. Akimbo-Pistolen auf mittlere Distanz. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber ja. Mal eine wunderbare Tastenkombination. Für alles. Warum habe ich jetzt keine mehr für Discord? Möchte ich da. Komm dann auch gleich dazu. Ja. So. Genau, ein bisschen. Okay, ich habe einen Spieler bei mir. Weißt du was? Ich. Nein, ich krieg keinen Hafenspawn mehr. Dann bleib ich hier. Jetzt gucken sollen. Oder da oben hätte ich spawnen sollen, wo die hochwertige Beute mal 2 ist. Tags nochmal. Fragt mich natürlich auch, das Spiel wird ja free to play sein. Das heißt, man wird die Charaktere ja auch kosmetisch stark ändern dürfen.
frage mich, wie viel sie da einpflegen werden und wie viel davon hinter einer Paywall versteckt sein wird. Weil, Waffenskins sieht keiner, finde ich persönlich. Das ist hier noch kleiner als Charakterskins. Ja, okay, das können wir machen. Thompson und Akimbo Pistole. LMG und Armbrust Akimbo. Blut, Spritzer liegt da. Oh, eine Thompson in Lila. Lila Thompson, okay. 60 Schuss. Fabi, falls du zufällig noch da bist, so sieht das dann aus. Der Typ ist cholerisch. Das heißt, ich nuckle jetzt ein bisschen an ihm und krieg dafür einen Punkt links unten hinterm Overlay versteckt. Für Resonanz. In Nahkampf. Bonusschaden. Und ähnliche Situationen, also auch generell so gesprochen, ne? Melancholisch, Abklingzeit von Verschwinden. Kimbo, ja, eigentlich bin ich schon fast zufrieden. Ein episches Sturmgewehr wird mir noch ein bisschen besser gefallen. Wow, wurde gerade geschossen. Auf wen wurde gerade wo wie geschossen? Jetzt ballert ihr mir, weil ich nicht zuhören kann, oder was? Oh, shit. Dass ich schon mal in der Zone bin. Vorne. Seid ihr denn? Ach, da unten, da bist du einer. Einer? Blatthand-Modus aktiviert, ey. Ich bin wie ein beschissener Bluthund. Bingo! Oh, der hasst mich. Dieser Typ muss mich hassen gerade. Sorry, Alexis. Wie gerade immer hieß. Puff. Shit. Hat sich verloren, das war gut. Weg. Oh nein! Was, dass du hier bist? Ein Schuss! Ich habe noch einen Schuss in der Waffe. Okay, nochmal ein paar Resonanzpunkte verdient. Zone, in der Zone bin ich auch. Brauch nur Menschen. Menschenfleisch! Auf jeden Fall hier kein Mensch mehr ist. Und Munition würde ich gut gebrauchen können.
Ah, ne, da will ich nicht hin. Böse Menschen. Okay, du da vorne hast ein bisschen... Klingt Zeit von den hier. Immer noch Panzerplatten eigentlich. Ich habe immer noch keinen LKW. Doch, da vorne Polizei will LKW. Bingo. Einmal haben die Munition. Oh, nochmal. Perfekt. Aber ich habe keine Resonanzpunkte frei. Schade. Ich darf das! Bin. Ich bin ja mit der Fledermaus, kriegst du echt nicht hin in letzter Zeit. Bro. Dann ja auch nochmal. Uiuiui. Warten, was passiert. Ah, ich bin so gemein, ey. Ich bin so gemein. Ich will. Oh wow. Ich will das Blutpäckchen da drin haben. Oh Mann. Da habe ich drei Blutpäckchen. Ist doch gar keins. Ich weiß, das ist schon gemeint. Bin so Waffen unten will ich nicht. Vielleicht durchtauschen. Beides Großkleber, ne? Rap! Ich bin gerade in einer sehr unvorteilhaften Position hier unten. Geballert. Zwei, drei Leute. Mhm. Oh, was ist das denn für ein Krach? Hm.
Das ist die beschissene Musik, die mich gerade irritiert. Ach. Okay, einer ist dort. Bin mitten in der Zone und ich habe noch Zeit und ich habe eigentlich noch Punkte. Da unten ist noch mal ein bisschen mehr HP. HP-Punkte. Ich bin eigentlich voll in der Zone. Ich muss eigentlich nichts machen, außer jetzt ein bisschen überleben. Hab schon maximal... Ah, du bist da. Melancholisch. Bleib hier. Wo willst denn du hin? Ich hab doch so lieb gefragt. Mit der Waffe. Okay, da vorne ist einer. Ah. Ah, ja, kletter hoch. Okay, cool. Leider verdiene ich mir keine Punkte mehr. Aber... Könnte wieder eine Runde sein, wieder da... Ach, wieder mal... gegen zwei Leute noch zu spielen. Aber ich bin halt wirklich mitten in der Zone gerade am Halten. Ja gut, aber die nächste Zone oder die genaue Zone dürfte jetzt kommen in 2 Sekunden, 1 Sekunde und plopp! Move mal schon als erstes dahin. Schön, dass man die Rüstung kaputt ballern. Muss hier runter dann, ne? Da vorne zum hin. Mensch, der da gerade abhaut. Also einer ist hier unten mit mir und der andere ist wahrscheinlich noch irgendwo weiter vorne. Also ich bin hier auf der Seite schon mal safe. Wenn irgendwas kommt, sollte ich es eigentlich hören. Und ich bin in der Zone. Weil die Zone...
immer einen auf schlau. Bin jetzt mal klug. Ich habe jetzt mal Folgendes gemacht. Ich habe jetzt gerade mein Erkennungsding direkt über mir gepackt. Einfach, um die Leute abzuschrecken. Ich hoffe, dass der andere, der hier dabei war, nicht sagt, okay, cool, ich weiß jetzt, wo ich bin. Also, dass er weiß, wo ich bin. Ich hoffe, dass der andere, der jetzt gerade irgendwo noch herkommen muss, nicht in diesen Einzugsbereich von diesem Scanner rein möchte. Kaluka bin ich gerade. Ich mache hier gerade richtig böse Taktiken. Und ich hoffe noch sogar mehr, dass die beiden sich als erstes kloppen. Wir sind jetzt alle in der Zone. Meine fucking... Aha, ich muss auch moven. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht cool. Entdeckt. Einen hab ich. Okay. Es ist nur noch einer da. Da ist er. Also ich habe ihn schon gefunden. Ich bin in der Zone. Ich hatte ihn gefunden. Jetzt mal umplatziert. Ich muss bemerken, wenn er mich rechts rum flankieren möchte. Ich hätte jetzt so gerne irgendwas zum Werfen, ne? So, gewonnen! Erster! Ich hab langsam das Spielprinzip raus. Die Anarchen wurden besiegt. Okay. Die Anarchen. Cool! Das war jetzt sehr einfach. Ja, okay, man kann das Spiel auf jeden Fall sehr, sehr, sehr auch intelligent spielen. Es ist nicht nur so ein pures Hau-Druff-Riege Zeugse. Mann, sondern mit ein bisschen Planung geht da auch schon was ran. Aber man muss sich gewöhnen. Die Third-Person-Ansicht ist halt echt anstrengend. Oder ungewohnt, sagen wir mal eher so. Ich bin normalerweise ja First-Person-Spieler. First-Person-Shooter-Spieler. Ich sehe mich immer in der dritten Person. Immer. Wenn ich überall rumlaufe, immer in der dritten Person. Ja, was haltet ihr von dem Game? Wer von euch spielt es schon? Wer von euch will es spielen? Wer von euch sagt, das ist totaler Mist? Basically weiß ich, der findet's Mist. Ist das was ihr sagen würdet, okay, das ist eigentlich so cool, dass ich das auch auf dem Stream gucken möchte ab und zu? Oder ist es mehr so, ja, okay, das war jetzt nett als zum Testen und so weiter, und aber ja. Also, totaler Mist, Sims ist viel besser. Ja, vielleicht irgendwann mal in Sims 5 könnte ja ein Sims-Stream werden dann. Dann werde ich Sims 5 Streamer. Was ist dieses Abschnitt gesperrt? In VR? Ja. Und dann mit so einer Mod, dass die ganzen Sims nackig sind, und dann gucke ich so, Hallöchen, ich hab Brüste. Schleimer. Minimal. Also das ist, Claudi will immer Sims sehen. Claudi sagt das schon immer. Und ja. Aber ja. Sims ist Sims. Also, Sims 5 VR wäre halt interessant, einfach zu gucken, was sich da aus dem Spiel tut. Ne, so VR-mäßig. Aber ja.
So, ansonsten ist jetzt gleich im Plan. Ich laufe jetzt gerade noch ein bisschen sinnlos rum, um die Zeit ein bisschen totzuschlagen. Eigentlich will ich gleich auch Rainbow Six Siege spielen. Ich werde gleich auch Rainbow Six Siege spielen. Und zwar eben mit den lieben Just und der lieben Frosty. Und auch sonst allen Leuten, die noch mitmachen würden. Oh, hier sind noch ein paar Sachen. Oh, hier ist auch noch was. Wait. Eins von zwei freigeschaltet? Warte, man schaltet Sachen frei? Abgeschlossen. Bits! Oh, ein anonymous cheerer. Ich kann den Bit nicht lesen. Dieser. Me. Oh, ich kann nicht lesen. Achso, in dieser Minute stehen. Dankeschön für den Bit! Geist. Anonymous cheerer. Achso, warte mal. Moment, wait a second. Ist das jetzt ein. Warte mal, kann man anonym cheeren? Ich weiß nicht, kann man anonym cheeren? Ist das jetzt. War das ein Symbol am Anfang? Ist ja süß gemacht. Kuckuck. Dankeschön. Achso, cool, wusste ich gar nicht. Hab ich noch nie gesehen. Die Minigun. Okay. Auch so eine kleine Sammelgeschichte. Hinweise. Abgenutzte Schokoladendose, fleckiger Zeitung. Eine Videokassette? Cool. Ah, Tarotkarten, sehr gut. Alles klar, Guti. Ich verschenke gerade ein bisschen Zeit. Noch ein bisschen Sachen sammeln. So, hier aufheben, da Munition aufheben. Also, nee, ich dachte, das wäre jetzt gerade eine neue Ecke. Guti, also, es ist jetzt im Plan, Rainbow Six Siege gespielt zu werden. Und diesen Plan werde ich auch verfolgen und jetzt auch mal erstmal umsetzen. Und ja, falls ihr Bock habt auf das Game, könnt ihr euch immer noch anmelden. Bloodhunt.com als Beta momentan, Quatsch, für die Alpha.